Sind ja alles technisch kompetente Leute hier. Also das funktioniert so, diese Drohne hat ein Wireless LAN Access Point eingebaut. Darauf kann ich mich jetzt mit dem iPhone verbinden und kann dann mit dem iPhone diese Drohne steuern. Sie hat auch zwei Kameras drin, eine nach vorne, eine nach unten. Da gibt es eine Live-Übertragung des Videobildes aufs iPhone. Ich kann durch die Neigung kann ich vom iPhone steuern. Das Spezielle daran ist, dass es nicht ein normaler Helikopter ist. Ein Helikopter, der fliegt nicht stabil, den muss man immer steuern. Das hat Sensoren drin, dass es eigentlich eigenstabil fliegt. Und wenn ich nichts mache, dann schwebt es einfach und wenn ich steuere, dann bewegt sich es. Dass man sich schnell verbinden. Die richtige App starten. So, schauen, Start. Jetzt kann ich die Höhe steuern. Ihr macht nichts, es fliegt. Jetzt kann ich rumfliegen, kann das so steuern, geht alles über das iPhone. Ich sehe jetzt auf dem Bildschirm sehe ich das Videobild des Saales. Was auch spannend ist, wenn jemand anruft, dann geht's einfach in Schwebe- und Halteposition. Kann auch drehen. Kann damit auch draußen fliegen, kann übers Haus fliegen. Der Videofilm kann auch gezeichnet werden. Und ich kann jetzt wieder landen.